Im letzten Part von Luigi's Mansion 3 haben wir die Flur Nummer 12 jetzt abgeschlossen. Jetzt geht es ab zum 13. Flur. Und zwar zum, tja, Fitnessbereich. Ein bisschen Muskeln aufzubauen wäre nicht schlecht. Tja, wir werden jetzt den ganzen Flur jetzt dann durchziehen, den ganzen Part. Wie gesagt, jeder Flur wird jetzt natürlich in einen Part reingepackt. Also, ich weiß, es wird nicht mehr 20 Minuten lang, sondern jetzt nun 30 Minuten lang. Besser ist länger als kürzer. Und das ist das Beste daran. Da sind wir schon, auf Flur Nummer 13. So. Jetzt scheint wohl so viele Pokale hier zu sein und ein paar Geister, die heben jetzt ein paar... Oh! Huch! So. Ich glaube, ich werde jetzt dann den Flur Nummer 13, 14 und 15 in einen Part reinpacken, aber in den nächsten Parts wird es dann nur noch Flur Nummer 14 kommen. Und dann Flur Nummer 15 wird dann wahrscheinlich der letzte Part sein, glaube ich. Was geht hier ab? Ein Telefon. Auf Kanal 3 läuft Musik, die perfekt für den Trainingsraum geeignet ist. Gut. Wer, Gott weiß, wer das war. Dann lass uns mal umsehen, was hier gibt. Hier scheint wohl ein Raum zu sein. Der Schwimmbecken. Was das wohl bringen würde. Und hier ist die Tür. Hier müsste der Boss sein. Oh. Die Tür ist blockiert. Naja, keine Panik wegen der Titanic. Wir können noch weitergehen. Vielleicht außenrum finden wir einen Weg. Was ist das denn? Wasser? Springbrunnen? Ein Trinkbrunnen. Die wir immer in der Schule zu sehen haben. In jeder Schule. In Österreich weit, Deutschland weit oder überall in der Welt weit. Ist doch scheißegal wo. So. Ach Mann. Oh, da ist ein... Ein Ball gegen die Tür gebufft. Mal sehen, ob wir was finden sehen. So, aber bevor wir das tun, ich glaube, wir dann ein bisschen mal nachchecken, ob wir Geld haben. Aber jetzt sehe ich auch schon diese Rauchlampe hier oben am Regal. Das habe ich auch natürlich daheim. Oh, das scheint wohl der Boss zu sein. Aber nur 60 Gesundheit? Das scheint wohl eher ein sehr einfacher Boss zu sein. Huch! Oh-oh! Ja, lacht nur! Ich werde das Dach schon weggehen! Ihr Kackbratzen! Bäm! Ich bin heute einfach nur so gut gelaunt. Letztes Mal war es irgendwie so scheiße gelaunt, war ich schon. Oh mein Gott, nein! Jetzt der Drecksviech wieder! Ja, du kannst es nicht. Ja, ich muss Luigi leider treffen lassen. So, das war's. Und einer hatte natürlich den Schlüssel gehabt. Wie ich es mir geahnt habe. Yay! Leider hat es sehr viel abgezogen, diese Drecksviecher. Aber lass uns jetzt mal durchziehen. Gehen wir weiter. Mal sehen, was der nächste Raum uns führt. Das scheint wohl dieser Werfer zu sein, den wir schon gesehen haben, immer in Flur Nummer 2. Okay. Wir können ein bisschen die Spinde jetzt mal umhauen, das ist mir sicher. Ja. Naja.
Schon einmal kurz um, ich brauche mir ein bisschen mehr Health jetzt, weil wir sind jetzt schon echt runter mit der Gesundheit. So. Okay, da geht's nichts. Auch da ist noch ein Spind. Okay. Bam. Na, wo seid ihr? Hallo? Was? Geht es nicht? Oh mein Gott. Jetzt gibt's noch eine kleine Geisterjagd mit dem Werferviech, ne? Weg mit dir, ihr Mini-Geister. Bam! Ah, Mann, Leute, aber ich glaube, dass das Spiel war nicht so. War etwas schwierig. Manche Bosse waren ziemlich schwierig, aber ich werde mein Fazit dann bald zeigen. Auf den letzten Part, wo wir dann den 15. Flur und den finalen Boss dann durchziehen. Natürlich, die Hotelinhaberin befindet sich immer im letzten Stock, also die ist wahrscheinlich die Vorfinale Gegnerin. Und die werden wir natürlich einen ganzen Part reinpacken. Huch. Ach, fuck. Aua, oh mein Gott. Soll ich ihn etwa jetzt zum Box? Okay, die Saugnäpfe bringen ja nichts. Verdammt. Hier treffst du mich nicht treffen. Was? Da konnte mich treffen? Ah, so du ein dreckiger Penner. Den kann ich nicht treffen. Was soll ich jetzt machen, verdammt? Zur Hölle. Ah! Jetzt traf ich's. Ich glaube, ich schnall's gleich. Okay. Nein. Das wird auch nicht bringen. Das bringt nichts. Boah, mein Gott. Ja. Jetzt weiß ich schon. Ich muss ihn in die Mitte locken. Zack. Und baff. Und bumm. Und nimm das und das und das. Das ist schon sein Kumpel, ist ein reinster Vollidiot. Hä? Okay. Das. Oh mein Gott, das bringt ja nichts. Ah, fuck. Mann. Reiß dich zusammen, Red. Oh. So. Jetzt kippen wir ihn um. Und zack. Und hier. Und da. Und irgendwo überall. Zeig dich jetzt endlich. Ah, du glaubst ja, ich kann dich nicht sehen. Der Spiegel drückt nie. Zack, das war's auch schon mit dir, mein Freund. So. Mal sehen, wo wir jetzt sind. Hier sind wir im Fitnessraum. Was wir da machen werden, ich habe gar keine Ahnung. Oh, eine Musik. Hoppla. Okay, das hat nichts gebracht. Was soll ich da jetzt machen überhaupt? Naja. Die stehen ja nur hängenslos da, oder vielleicht soll ich irgendwie eine Lösung finden hier bei diesem Dingens? Kein Plan. Okay, die Tür ist zugesperrt, verdammt. Was können wir denn machen? Mit dem Fahrrad können wir nicht raufsitzen, weil es geht ja nicht.
Ist das alles versteckt? Vielleicht soll ich darüber rennen? Ah, da tut sich was. Mein Gott, das ist voller Überraschung in das Spiel. So, jetzt haben wir wieder mal Hilfe, jetzt hören wir diese Pieptöne nicht mehr wieder. Für eine weitere Zeit nicht mehr, aber ich glaube, wir werden jetzt nur ein paar Mal jetzt da abkratzen, aber nicht so oft. Glaube ich mal zumindest. So, der nächste. Sehr sportlich ist jetzt der Luigi geworden, jetzt in diesem Fitnessraum. Wir haben sonst so viel Geld. Ich glaube, da können wir schon... Weiß nicht was. So, was haben wir da? Ein Fahrrad. Tretrad. Mein Lieblingssportgerät. Im Fitnessraum. Manchmal gehe ich auch im Fitnesscenter, aber nicht so oft, aber... Ich halte mich trotzdem schlank. Ich bin schon seit, weiß nicht... Ich glaube, früher war ich schon... Ich will jetzt nicht so weit über meine persönlichen, privaten Sachen reden. Aber... Ah, jetzt muss ich jetzt nur saugen. Okay. Also... Ich gehe ja schon so gerne im Fitnesscenter, das muss ich eigentlich schon sagen. Also keine Sorge, ich bin nicht so ein Mensch, der faul und fettleibig im PC sitzt und Let's Plays dreht. Natürlich drehe ich die Parts ja nur abends und vorproduzieren, damit jetzt keine einzigen Let's Play-Projekte halt in Warteschleife kommen. Aber manche bleiben jetzt in Warteschleife, das ist ja logisch, weil... Okay. Okay, was muss ich da machen überhaupt? Verdammt. Was muss ich da machen, verdammt? Erklär mir das bitte, Spiel. Ich weiß, ich habe jetzt derzeit überhaupt gar keinen Outro dann für Luigi's Mansion 3, aber... Ist auch besser so. Ich glaube... Ein Outro hat das leider das Let's Play nicht, aber ich glaube... Vielleicht beim neuen Projekt werde ich dann ein Outro finden, aber für Luigi's Mansion will ich jetzt nicht so vieles großartig machen, denn... Moment. Ah, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Ich bin so ein voll... Ich bin ein Schlauhans. Meine Güte, erklär mir das bitte schön sehr gut. Muss ich etwa... die Plakate wegsaugen vielleicht? Nee. Ich glaube, das hat irgendetwas hier mit den Dingens hier zu tun. Gott sei Dank gibt Igitt ein paar Tipps. Aber nicht so viele. Okay, das sind Münzen und eine Perle. Und eine Terrasse. Wie da rüberkommen, keine Ahnung. So, ich schiebe mal den... So. Luigi, das ist offensichtlich der Yoga-Raum. Was es wohl mit den Postern auf sich hat. Ich meine, die man im Spiegel sieht. Vielleicht gibt es irgendeinen Zusammenhang mit den Matten, die auf dem Boden liegen. Kommen jetzt wieder solche Zelda-Anspielungen wieder. Wie bei die Rätseln auch. Und ich glaube, da müssen wir jetzt alle aufrollen, außer einer. Okay, ich habe mal dieses Zelda-Sound gemacht. Das soll mal wirklich ein Zelda-Reference sein. Ohne Scheiß. Aber ganz ehrlich, Leute, ich liebe Luigi, das ist der Luigi-Mansion-Teil. Und egal, ob es mir Frustration macht, man muss das Let's Play auch gönnen. Jetzt zu gucken. Oh mein Gott, es fällt alles auseinander. Oh, schnell, werde ich. Eieieiei. Hell yeah, hat er gesagt, der Hellbang. Oh, pass auf, Luigi, fall bloß nicht runter. Naja, die Terrasse im Boden war ziemlich baufällig.
Da soll man wirklich mal die Baugutachter mal herschicken und sagen, ja, das Haus ist baufällig. Die Hotelinhaberin scheißt auf den ganzen Käse. Was haben wir jetzt heute hier? Geister, die jetzt ein bisschen Yoga machen. Den will ich jetzt einmal erledigen als erstes, weil der ist der nervigste unter allen. Aua. Komm her. Komm her. Und jetzt können wir das miteinander zusammen machen, damit es schneller fertiger wird. Paff. Na gut, jetzt da diesen Raum haben wir jetzt auch schon erledigt, aber hier herrscht Dampf hier raus. Ist das die Duschkammer im Schwimmbecken? Aua. Was soll ich da jetzt machen überhaupt? Sehr die Geister, aber. Oh mein Gott. Na, wo geht's jetzt? Ich glaube, das tue ich jetzt mal wegsaugen. Ich muss mal kurz nachschauen. Ich muss mal kurz überlegen, wie es weitergehen soll. Den Dampf wegsaugen vielleicht? Keine Ahnung, wie es geht. Die sind alle blind. Die schießen einfach daneben, aber. Okay, ziehen wir das weg. Ja, ziehen wir diese Baumhunde weg. Was? Das hat nichts gebracht. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich mache einen kurzen Cut, Leute. Ich schau mal nach. Da fällt mir das was ein. Ich mache einen kurzen Gedenkpause. Also. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie es weitergehen soll. Und ja, ich bin so ein Schlauhans, ich hätte wirklich nur den Hahn abdrehen sollen. Warum kommen wir da dann nicht drauf, ne? Wer hat nicht drauf gekommen? Wozu sind diese Wasserhähne dann da? Jetzt sind sie nicht mehr blind. Die blinden Leute. Zack. Obwohl ich die blinden Leute sehr, sehr traurig finde, die so arm sind. Trotzdem haben die blinden Leute auch meinen Respekt. Die sind auch sind auch Menschen und die gehören auch respektiert. Auch wenn sie arme Menschen sind. Oh mein Gott. Es kommt noch. Was? Es kommen jetzt 6 bis 10 Geister in einen Raum. Ich wollte mich doch echt verarschen. Ist auch lustig, wie die sich benehmen. Und sagen, ah, bitte triff mich nicht, bitte triff mich nicht. Oh, aber das ist jetzt leider zu spät. Ich werde euch alle platt machen hier in diesem Räumchen. Einer ist noch übrig. Und wo bist du, Kollege? Oh, das sind die nervigsten Gegner überhaupt, diese rosa, rosa Geisterviecher. So. Na gut, weiter geht es nun zum letzten Raum, wo jetzt der Boss auf uns wartet. Im Schwimmbecken. Und eher gesagt im Sportbecken, weil es da ein Nummernschildchen gibt. Ein Volleyball. Oh, ausweichen. Gut gemacht, Luigi. Versteck dich hinter dem Schild. Macht jetzt nur gerne einen Völkerball oder was, der Idiot?
mein Gott. Ja, das Wasser bringt den, macht dir weniger Schaden, Kollege. Okay. Na, hat er leider nicht getroffen, Kollege. Ja, lach nur. Was soll ich da machen? Ja, leck mich, ich gehe mal dann drüber. Okay, warte. Oh Mann. Ich glaube, es wird auch einer der nervigsten Bosses sein. Ich gehe mal da drüber. Leck mich. Was? Ja, lach nur, du, du Schnappvieh, du dämlicher Muskelprotz, du Arnold Schwarzenegger für Arme. Ja, der lässt uns nicht so einfach vorbei und Hundi wartet auf uns! Ja, ich, sorry, ich muss halt wie Gronkh reden, wenn ich mal Hundi sehe. Ja, deine Oma, du blöder Wichser. Dort seine ganzen Brustmuskeln hochheben. Und... Ja, kannst ruhig frustriert sein, dass mich nicht trifft. Ja, das bringt ja nichts. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Verdammt. Luigi, feuer den Ball auf den Geist ab, sobald er die Gelegenheit dazu gibt. Okay, die Uhr hat jetzt leider nicht standgehalten. Ah, jetzt weiß ich schon, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Nein, der ist nur für kurze Zeit wahrscheinlich nur aktiv. Verdammt. Ja, saugen kann ich ihn nicht, solange er im Wasser ist. Ja. Ah ja, ich weiß ja schon selbst, ich glaube beim Schwimmen, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, wenn ein Ball gegen die Brust getroffen wird, bekommt er einen Herzstillstand oder wird der Schwimmer bewusstlos. Das habe ich nur gehört. Boah, dieser verdammte Wichser. Ich will jetzt nicht so stark ausrasten. Ich habe keinen Bock. Aber der Gegner ist schon ziemlich nicht normal im Schädel. Okay, komm mit mir. Denn solange ich hinter dem Schild bin, tut er mir nichts. Jetzt versuchen wir es noch einmal. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich es nicht schaffe. Sonst rast sich dann wirklich unglaublich aus. An der Simulation, der wacht wieder auf, der Penner. Wie soll ich den besiegen? Wie konnte er wissen, dass ich da war, bitte? Wie konnte er, dieser Wichser, wissen? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dieser Wichser. Okay. Vielleicht hilft es so. Ich muss eine andere Seite des Beckens bringen. Und Luigi hinter der Säule verstecken. Das wäre noch die Möglichkeit. Das können wir noch machen, aber so. So geht es aber auch nicht. Ja, der macht schon sogar den Sexy Dance. Sexy Dance, Winning Dance. Du siehst sowieso nicht sexy aus, du bist beschissen und arrogant. Und solche Menschen wie du, solche Geister wie du gehören normalerweise in die Außenseitergruppe. Ah, mein Gott. Genug aufgeregt. Jetzt habe ich mich genug aufgeregt. So, ich bleibe jetzt mal hinter der Säule. Oder, mal probieren. Ja. Okay. Ich glaube, ich kann jetzt so machen. Okay, die Strategie.
Ja, freu dich, dass du mich jetzt gespritzt hast mit deinem Spuckwasser, du dreckiges, du dreckiger, asozialer Vollidiot. Ich habe natürlich bei den Schwimmmann gemeint, sondern nicht euch, sondern er. Okay. Okay. Das hat geklappt, okay. Das war eine gute Idee. Du Wichser, komm her. Der macht jetzt so ein bisschen vorsichtig. Ja, leck mich mit deinem dummen Wasser. Jetzt wird das Wasser abgedreht, Kollege. Nein, es bringt ja nichts, das bringt's nicht. Boah, da muss ich ganz genau da stehen. Ich weiß nicht, wie soll das gehen, ich bin echt nervös. Ich weiß, manche sagen, der Boss ist sau einfach, aber... dass man so einfach so blöd benehmen kann, wie ich jetzt. Komm, noch ein bisschen. Nein! Das hat nicht gezählt? Paul, alter Mensch. Ja, spritz mich mit Wasser, du. Bald wird dein Leben dann bald zu Ende sein, wenn ich dich jetzt wegsauge, das Wasser abdrehe und du gehst da unter, mitsamt dem Pool, du Idiot. Was für ein Lebensversager du auch bist. Auch egal, ob du Muskeln hast. Du glaubst, du bist der Beste und alle andere, aber... du bist in Wirklichkeit ein Loser. Du dämlicher, blöder Geist, ganz ehrlich. So, komm her, Kollege. Zack. Jetzt ist die Gelegenheit. Komm. Komm. Es muss ausreichen. Schnell. Ja. Boah, das war jetzt ganz schön knapp. Alter. Der war ja schon ziemlich schwierig, aber ich bin echt nur ratlos gewesen, wie es weitergehen soll. Aber jetzt... hoffentlich kommt er nicht mehr wieder zurück, der Penner. Ja. Mir gefällt es so sehr, dass du jetzt stecken bleibst. Bleib hier da stecken, du Penner. Ja, du hättest ein paar Funde abnehmen sollen, du hättest nicht so viele Muskeln gebaut, du. Ja, die Sonnenbrille hast du immer noch auf deinen Schädel. Ich hoffe, dass er nicht zurückkommt. Nope. Oh mein Gott, was? Der hat mich wirklich getroffen. Nein, lach nur, du dämlicher Idiot. Okay, das bringt dir nichts. Okay, jetzt habe ich dir die Brille abgezogen. Super. Das war's mit dir, Freundchen. Endlich. Ja, mach mal eine schöne geile, sexy Pose von dir, aber du bist jetzt endlich tot. Aber vielen Dank, Hundi, du hast es geschafft. Du hast mir auch geholfen. Okay. Das war's auch schon jetzt. Nummer 14. Yay! Ein Flur noch und dann sind wir schon im Finale, Leute. Yay! Ich freue mich wie ein kleines Kind schon. Na gut. Wir verlassen jetzt nun die Bude und gehen zu Flur Nummer 14. Aber erst im nächsten Part. Hoffentlich kommt jetzt nicht die Mutzikatze wieder auf dem Weg und wir müssen wieder einen weiteren... Oh, ja, kommt auch noch jetzt gerade erst in dem Moment, wo ich jetzt gerade gewonnen habe. Und Platz. So. Der ist schon mal weg. Na gut, wir beenden jetzt unseren Part, Leute. Also, ein Däumchen nach oben würde mich freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht es ab zum 14. Flur. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt noch einen schönen Tag oder Abend noch. Euer Red Pocket Hendo. Ciao.